Ja. Was soll man dazu sagen? Oder? Was soll man dazu sagen einfach? Einfach nichts. Teamduell wird schwerer. Und schwerer. Und schwerer. Ich fahre mit Weichen, okay. Aber auf die Strecke und hoffen, dass irgendwas passiert. Dass ich nach vorne komme. Vielleicht eine Safety-Car fahrst, vielleicht auch nicht. Der Start wird schwer wegen dieser Kurvenkombination gleich am Start. So. Wir schauen aufs Feld. Nico Rosberg, der Rivale von Marcel Playbox. Fernando Alonso, Teamkollege und er ist selber 22. Ne, ernsthaft? Ist er wirklich schlechter als erhofft? Wow, bin ich überrascht. Hinter mir steht überhaupt nichts mehr. So. Da fahren einige weit außen. Wow. Was? Koalition? Was? Koalition verschuldet. Ja, wegen mir gibt's diese Region. Was? Ich hab doch keinen getroffen, oder? Lol. Shit! Ich würde eigentlich schnell an Maldonado vorbei und dann nach links ziehen, an denen vorbeigekommen. Jetzt hab ich mir mein Frontflügel ein bisschen versaut. Schon 12 da. Quert ist vielleicht noch böse. Sind schöne Runden hier auf der Strecke in Monza. Nico Hülkenberg? Weil wenn der mal Rivale gewesen wäre, der gammelt hier im Mittelfeld rum. Kämpft um ein paar wenige Punkte. Den müsste ich aber jetzt kassieren. Gut. Der nächste ist Grosjean. Oh, weit raus. Durch den Frontflügel kriege ich nicht mehr 100% die Pole. Mega geil. Aber ich muss noch ein paar Runden aushalten. Als nächstes Magnussen. Wollen ein paar vorbei. Hülkenberg. So, jetzt heißt mal ein bisschen pushen. Solange die Reifen noch halbwegs gut sind. Um näher ranzukommen. Von denen weiter weg. Podiumsplatz wird diesmal schwer. Oder vielleicht doch gar nicht so schwer. Als nächstes Philippe. Ja, beste Freunde ever.
gut, der ist. Den kassiere ich. Deine Hinterreifen sind etwas zu kalt. Wärmen Sie etwas auf, wenn es geht. Gut, kassiert. Sollten die noch weiter aufwärmen? Ich push schon überall. Und wusch. Alter, der hat mir richtig die Tür zugemacht. Der hat mich fast zerquetscht. So ein Aufholjagd ist auch mal geil. Ich wollte zwar nicht ganz vorne starten, nur ein paar überholen, aber so weit dauert er nicht nach hinten. Ich wollte vielleicht so Fünfter werden. So weit hin jetzt nicht, aber... Wow! Die sind voll wenig abgenutzt. Geil. Gotas. Ah, jetzt weiß ich. Ja, stimmt, Hülkenberg war ja mal mein Teamkollege, habe ich auch komplett vergessen. Den hätte ich auch als Rennwahl nehmen können, wegen Teamkollege damals. Egal. Jetzt ist halt dieses Rennen ein Muss zu gewinnen. Für mich. Ich habe mir als Ziel gesetzt, dieses Rennen zu dominieren. Ich bin Siebter. Das ist nicht mein Ziel. Okay, jetzt werden sie weiter abgenutzt. Hier hole ich viel auf. Hoffe ich. Ja, spätestens hier in der Kurve. Und in der nächsten dann auch. Den geraden aufholen ist jetzt nicht so mega. Außer halt mit der ist. So, als nächstes Alonso. Dann Rosberg. Dann ist kein DRS, nee, ist weit weg. Unbedingt vor Runde 7 vor ihm. Vor Alonso. Wieder aber schwer. Nee, guck dir mal an, was ich für eine Zeit fahre. Da fahre ich auch nicht in die Box. Kurve verkacke ich immer irgendwie. Ist mir egal, egal, ist mir egal, egal, ist mir egal. Ich habe sie zwar am Arsch, aber... Ich push weiter. Ah, nein. Ich kann wirklich mit der Spitze mithalten, das merke ich auch. Ich komme immer näher an ihn ran. No way. No way, what the fuck?
Ja, wow! Nein! Alter! Bam! Wow! Holy shit! Ja, wörtlich gerutscht. Oh, ich muss jetzt noch schnell vor ihm kommen. Oder ich muss in der nächsten Runde rein. Das ist ja nicht so geil. Nein, ich glaube, ich muss noch eine Runde länger. Oder ich krieg den jetzt schnell. Nee, glaub ich nicht. Shit, ich muss auch in die Box. Nein. Shit. Jetzt muss ich warten. Jetzt ich. Mach doch was! Hallo? Jetzt! Alter, Scheiße! Danke, Boxenstopp, danke! Dass du mein Rennen versaut hast. Das gibt's doch nicht. Dann stehe ich schon drin und dann brauchen sie Jahre, bis sie fertig sind. Richtige Lappen. Das heißt, in 5 Runden noch so viel aufholen wie möglich. Und ich bin Elfter. Dann lieber noch eine Runde gefahren. Wäre lieber noch eine Runde gefahren, anstatt zu warten. Die Nase hätten sie jetzt nicht gebraucht. Ja. Und ich wollte nur mal gucken, ob ich innerhalb von einer Sekunde genau ist. Dieser Kilometer weit weg ist der. Zwei Minuten natürlich. Ich habe 38 Sekunden verloren. Gleich habe ich Chancen. Ich glaube, nächstes Jahr nicht mehr fahren wird. Leider. Was? Shit! Mein Controller ist leer. Der nächste bitte. Der ist auch leer. Ist ein Traum. Ja, da ist noch einer an. Komm, da mache ich aber jetzt eine Rückblende. Wenn der Controller leer geht. Mal hier. Mache ich zwar nicht gerne, aber wenn der Controller leer geht, ist er auch scheiße. Bei normalen Formel 1 geht ja auch nicht einfach der Controller leer. Oder vielleicht doch? Dieses Rennen hätte so schön sein können, wäre nicht der Boxenstopp gewesen. Oder so ein beschissener Boxenstopp. Normalerweise könnte man das, klar, ich weiß, dass ich vielleicht 5 Sekunden mehr verbracht hätte.
war keine 15. Ja, kann man jetzt nicht ändern. Also wenn ich die Aufnahme neu starte. Ja, warum nicht? Drei Runden. Und ein 10. Monster. Scheiße. Kann auf 4 Plätze ruhen. Also 4 Plätze sind für mich in Schlagdistanz. Verdammt. Okay, weiche Reifen beim nächsten Stopp. Verdammt. Ich fahre zu Ende. Shit. Shit. Ich gebe auf. Ich lasse noch ein bisschen ausrollen. Oh mein Gott, ist das peinlich. Da fahren meine Träume hin. Kann ich hier Donuts machen? Was? Was? Egal. Das
Das kann es einfach nicht geben. Was soll das für ein Rennen? Ich sage einfach mal dazu nichts. Da waren auch die WM-Träume hin. Ja, dumm gelaufen. Was? Nee, gucken. Okay, danke fürs Zuschauen. Ich hätte mir was besser vorgestellt, zwar für das Rennen, aber ja, wollte einfach nicht sein. Bye-bye.